Attention, ein Tannenbäumchen. Moin moin und herzlich willkommen zum monatlichen Infovideo auf diesem Kanal. Und diesmal gibt es wirklich was zu besprechen, denn ja, es gibt eine kleine Revolution fast auf meinem Kanal. Nichts Beunruhigendes, keine Sorge, nur etwas Grundlegendes. Und ich denke mal, ich fange damit auch direkt an, weil es ja sonst immer so das erste Thema ist. Allgemein zum Thema Livestreams. Einige von euch haben ja vielleicht mitbekommen, das werden in erster Linie diejenigen sein, die auch öfters an den Streams teilnehmen. Ja, dass meine Internetleitung seit 2-3 Monaten halt nicht mehr die ist, die sie mal war, weil wir von der Telekom runtergestuft wurden, was ich total geil finde. Das ist der Fortschritt, den ich mir wünsche. Nein, kann ich aber leider nichts dran ändern. Und deswegen, wegen der schlechteren Leitung, die ich jetzt besitze, und das wird langfristig auch erstmal wohl so bleiben, leider, hatte ich ja das Problem, dass die Streams ruckeln. Also bei Hitbox, / Smashcast, wie es ja jetzt heißt, wo ich sonst normalerweise immer streame, hatten wir kaum Bild, beziehungsweise glaube ich gar kein Bild beim letzten Mal sogar. Und dann bin ich ja auf Twitch ausgewichen und da lief es auch nur so sporadisch. Also der Ton war wohl da, aber das Bild hatte teilweise Haker und es war nicht so schön. Und ich hatte ja gesagt, dass ich nach einer Lösung gucken will. Und ja, ich hatte mir das dann ganz immer auf YouTube angeguckt. Man kann ja auch über YouTube direkt streamen. Und das habe ich ja jetzt mit der Steffi zusammen mal angeguckt. Und es ist so, dass das soweit auch alles ging, aber wir hatten die gleichen Probleme, dass es halt so ein bisschen laggig war. Und dann habe ich in diesem kleinen Teststream, da waren ja einige von euch dabei, und zum Beispiel der Phil, der DTM in Formel 1, hat mir den Tipp gegeben, dass ich die Bitrate einfach mal runterschrauben sollte in meinen OBS-Einstellungen, also in meinem Stream-Programm praktisch. Wenn es jetzt zu technisch wird, keine Sorge, ich rede gleich noch was anderes. jedenfalls ging es dann auch tatsächlich besser. Und damit war eigentlich das Problem schon gelöst. Das heißt, ich hätte theoretisch jetzt die Wahl, auch wieder auf Smashcast zum Beispiel zu streamen, wo ich eigentlich nicht abgeneigt wäre. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass mir das YouTube-Streaming selbst für meinen Kanal echt einige Vorteile bietet. Es ist halt nun mal so, dass ich außerhalb von YouTube eigentlich nirgends groß präsent bin. Nicht wie Facebook, Twitter, den ganzen Kram. Ich habe einen reinen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn mich Leute sehen wollen und finden wollen, finden sie das ausschließlich über YouTube. Und deswegen bietet sich das eigentlich an, wenn ich direkt über YouTube streame, dass ich da halt wahrscheinlich auch viel mehr Leute anspreche. Also ich denke mal, die, die mich halt kennen, kennen mich über YouTube durch meine Let's Plays. Und die werden wahrscheinlich doch am ehesten sehen, wenn ich denn bei YouTube streame. Es kommt ja sofort ein Signal an alle Abonnenten raus, der und der streamt gerade. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich sogar eher gefunden. Ich habe halt nicht diesen Umweg praktisch auf eine Streaming-Plattform wie Twitch oder Smashcast, sondern kann halt direkt auf meinem Kanal, von meinem Kanal aus streamen und damit spreche ich halt mehrere Leute an. Und vielleicht bietet das für einige dann auch praktisch die Gelegenheit, mich doch nochmal live im Stream wahrzunehmen, die das bisher gar nicht so wirklich mitverfolgt haben. Deswegen würde ich das zum einen bei YouTube jetzt bevorzugen. Eine andere Sache ist, dass es sogar technisch mal einiges einfacher für mich ist. Ich habe ja sonst immer den Chatverlauf praktisch als Bildausschnitt praktisch in der Streammaske noch eingefügt, damit man das im Nachhinein auch mitlesen kann, wenn der Stream wieder hochgeladen wird. Und das kann ich mir jetzt komplett sparen, da der Chat separat gespeichert wird bei YouTube. Und ich kann mir im Nachhinein, wenn ich mir den aufgezeichneten Stream angucke, kann ich mich entscheiden, soll der Chat eingeblendet werden an der Seite, neben dem Bildschirm praktisch, oder, also neben dem, nicht neben eurem Bildschirm, das wäre ein bisschen komisch, nein, neben dem Streambild, so, oder ich kann halt einfach ausblenden, wenn es mich gar nicht interessiert, und ihr habt dann einfach Vollbild von meinem Stream, und diese Chatmaske ist gar nicht mehr im Weg, das heißt, ihr habt eigentlich mehr Fläche vom Spiel, eigentlich nur noch meine Facecam und sonst nur Spiel, was eigentlich, viel, viel besser wäre und es praktischer ist für mich. Ich muss halt technisch nicht mehr so viel einstellen, ich muss diesen ganzen Chat nicht einblenden und nichts. Es macht es für mich wirklich einfacher. Die Streams sind direkt hochgeladen bei YouTube, da habe ich auch keine zusätzliche Arbeit mehr draus, ne, die sind dann freigegeben. Ich muss dann im Nachhinein halt ein bisschen noch die Timecodes setzen, wie ich das sonst immer mache. Da müsstet ihr dann ein paar Tage Geduld haben, aber theoretisch könnt ihr direkt nach dem Stream, wenn ihr zu spät nach Hause kommt oder sonst was, denken, oh Mensch, guck mal, der Stream ist jetzt schon vorbei, aber ich kann trotzdem direkt gucken, weil, ja, ist ja bei YouTube direkt freigegeben. Das ist wieder ein Vorteil und das spart mir eigentlich Unmengen an Arbeit. Zudem entfällt jetzt dieses Video von wegen, der Stream ist online. Brauche ich nicht mehr hochladen, weil ihr seht es ja automatisch, wenn ich bei YouTube bin, dann kommt bei YouTube direkt das Video. Also ich kann mir das ersparen, dieses YouTube-Video hochzuladen, weil sowieso gerade der Stream läuft. Also ja, das fällt weg. Und was ich dann auch noch weglassen werde, ist künftig jetzt dieses, dass ich 2-3 Tage vorher nochmal dran erinnere, dass der Stream kommt. Weil, wie gesagt,
man sieht es halt. Ich werde jetzt in einem normalen Infovideo, das wird normalerweise, also wird jetzt immer weiterkommen, so wie ich es jetzt aufnehme, also normales Infovideo, wo der Stream angekündigt wird, kommt. Aber dieses separate Video ein paar Tage vorher fällt jetzt auch weg. Es kommt jetzt nur noch das Infovideo und dann kommt halt irgendwann der Stream. Und das werden alle YouTube-Abonnenten sehen. Also können sie. Sie können es sehen. Die Möglichkeit besteht, was das für mich wesentlich einfacher macht. Damit fällt die Entscheidung für mich. Ich werde ab sofort nur noch auf YouTube streamen, direkt also. Und ja, ich hoffe, dass ihr mit dieser Entscheidung leben könnt. Letztens im Teststream war es auch so, dass es ja, eigentlich begrüßt wurde, diese Entscheidung. Und ich denke, damit machen wir das erstmal so weiter. Und ja, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Demnächst Livestreams von mir auf YouTube. Und es geht mit dem nächsten direkt los, nämlich im September-Livestream am 14. Das ist der Freitag, der kommende Freitag. Da werden wir den ersten YouTube-Livestream praktisch dann, ja, veranstalten. Und es geht natürlich, wie wir es letztes Mal besprochen haben, dann los mit zwei neuen Spielen. Denn wir haben ja beim letzten Mal zwei Spiele durchgespielt. Nämlich The Evil Within ist fertig und Terranigma ist tatsächlich fertig. Und wir starten als erstes mit Alien Isolation. Habe ich ja damals zusammen mit dem Dave von Dave Dern TV auf dem Frackhessen-Kanal, den es inzwischen noch gibt, aber der nicht mehr aktiv ist, da haben wir es dann zusammen gespielt. Und diesmal werde ich mich halt alleine dran versuchen und dann gucken wir mal, wie weit ich da komme. Also ich hoffe natürlich, dass ich durchkomme, aber ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und als zweites Spiel nehmen wir uns dann Croc vor für PlayStation 1, so ein kleines Retro-Spiel hinterher. Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung, bisschen Jump'n'Run, bisschen Grusel, ist für jeden was dabei. Und natürlich gibt es zwischendurch reichlich Laberpausen und ja, Stoff, ja, also um Fragen zu stellen und alles mögliche. Das wird dann bestimmt wieder sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass das dann technisch alles auf YouTube funktioniert. Also im Teststream war es sehr vielversprechend und ich hoffe, dass es dann klappt. Also am Freitag, den 14. September, der nächste Livestream. Ich hoffe, ihr habt Lust und ich denke mal, es geht wieder so um 16.30 Uhr los. An den Zeiten ändert sich nichts und dann streamen wir halt wieder so bis circa 12 Uhr nachts oder 1, irgendwie so in dem Dreh. Werdet ihr dann sehen. So, ich freue mich schon drauf. Dann kurz am Rande kann ich nochmal eben erwähnen, es wird demnächst wieder ein Abo-Special geben. Ich arbeite aktuell dran. Und zwar das 1985-Abo-Special. Warum wieder so eine krumme Zahl, Alex, fragen sich jetzt die meisten. Ihr wisst ja, dass ich das nicht so hab mit runden Zahlen, ne? Also, falls einer fragen sollte, nein, es wird irgendwann kein 2000-Abo-Special geben, falls das immer so weit sein sollte, weil, nö, ich mag das nicht mit geraden Zahlen. Ich mache ein 1985-Special, weil 1985 mein Jahrgang ist. Ja, das wissen wahrscheinlich einige von euch schon, aber ist jetzt nicht sehr überraschend, aber deswegen mache ich dazu ein Special und deswegen wird Thema dieses Specials auch wirklich das Jahr 1985 sein. Es werden auch Spiele erwähnt, ne? Aber es geht im Endeffekt darum, was ist alles 1985 passiert. In mehrere Bereiche unterteilt und dazu werde ich dann Stellung nehmen und euch mal versinnbildlichen, wie lange ist es eigentlich schon her und was ist 1985 passiert? Was war das für eine Zeit so ungefähr? Ist ein bisschen was anderes, also nicht nur für Zocker wahrscheinlich interessant als Video, sondern auch für andere. Und mal gucken, wie es wird. Ich werde es dann wahrscheinlich die nächsten Tage dann mal aufnehmen. Und mal gucken. Wird bestimmt spannend und könnt ihr euch drauf freuen. Das 1985-Abo-Special bald auf diesem Kanal. So. Das war's dann jetzt aber auch. Was ich mal ganz kurz noch am Rande erwähnen kann, ich bin momentan total im Brettspielfieber. Ja, die Steffi und ich haben unsere Leidenschaft für Brettspiele jetzt entdeckt. Und wir sind total fixiert auf Brettspiele. Wir haben jetzt heute, waren wir beide auf einem Flohmarkt, auf separaten Flohmärkten und haben wieder Brettspiele gekauft. Und aktuell geht nichts für mich über dieses Brettspiel, was hier steht. Das habe ich schon ein paar Tage hier stehen, aber wir konnten es noch nicht zusammen spielen, weil sie noch nicht wieder da war. Aber vielleicht bei einigen von euch auch sehr, sehr beliebt und bekannt, nämlich Carcassonne, ein Legespiel von Klaus-Jürgen Wrede. Ich kann den Namen mittlerweile, ich liebe das, ich liebe mittlerweile Brettspiele und kann in diesem Zusammenhang nur einen Kanal empfehlen, wenn ihr denn mal Lust habt, auch mal über Brettspiele euch rein zu fokussieren, das macht so einen Spaß. Ja, Hunter und Kron heißt der Kanal. Müsst ihr mal raufgucken. Richtig geil. Die machen Spielerezensionen, Spiele-Let's Plays tatsächlich. Es gibt auch noch Brettspiel-Club, wo sie mit mehreren Leuten zusammen spielen. Also, und momentan ist mein Favorit echt Carcassonne und es gibt so viele schöne Brettspiele. Ich muss an dieser Stelle echt mal sagen, digitale Videospiele sind nicht alles, ne? Also auch mal einen analogen praktisch Spieleabend kann man gerne mal machen. Möchte ich einfach mal so am Rande erwähnen, weil ich momentan so im Brettspielfieber bin. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsbrettspiele sind, falls ihr da welche habt. Dann habe ich wieder ein paar Anregungen und man kann weiß aber, was ich mir dann auch mal so holen könnte. Ja,
Das war so am Rande. Also wie gesagt, nicht vergessen, Livestream am 14.09. Das ist der kommende Freitag. Start 16.30 Uhr. Und ich hoffe dann, dass ihr alle dabei seid. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Das war's von mir. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.